Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops The Line. Ja, wir schauen hier irgendwie aus dem letzten Loch und oder pfeifen aus dem letzten Loch. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da, der größte Tower Dubais. Dahin. Ja, größer geht glaube ich nicht. Dann begeben wir uns da auf jeden Fall hin. Walker, ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Straßburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten, aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden. Sofort. Ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Ich trau dir, Walker. Ich denk nur, du liegst falsch. Ja, der Funkspruch, der kam ja irgendwie nicht so ganz, wie er sollte. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Ah, hier rüber. Okay. Oh, Granätchen. Immer gut, so was dabei zu haben. Schade, ich bräuchte jetzt eine Waffe mit Schalldämpfer, das wäre nicht schlecht. Falls wir uns mal vorsnippen müssen. Apropos Waffe mit Schalldämpfer. Wenn mich jemand hört, hier ist Riggs. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe, schnell! Riggs? Scheiße, gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Oh ja, wir haben ja einen schönen Mist gebaut. Ja. Da kam ein Schuss, aber. Aua. Walker, schnapp dir die RPG! Und wo denn? Da ist die RPG. Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe. Haltet uns die Kerle vom Leib! Also unsere Verbündeten. Tango erledigt! Kommen über den Hügel! Scheiße, ich brauch hier Deckung! Gut, das hat nicht so ganz geklappt. Nehmen wir uns unsere Waffe mal wieder. So. Noch einer. Wow. Ich kann nicht weiter, zu viel Beschuss, verdammt! Wo? Von wo denn? Von da drüben? Oh oh. Knips den aus. Feuer finden! Wir sind erledigt, der ist tot! Gut. Wir bewegen uns mal ein bisschen vorwärts. Ich muss sagen, hier in dem Spiel, ich bin maximum verwirrt. Feind ausgeschaltet! Da kommen noch mehr! Auf der Bank! Genau, erstmal hin hier. Tango kommt näher! Und unsere Verbündeten. Boah! Der hier nicht. Unterwegs. Oh, das war knapp. Erstmal die Menge reinrotzen hier. Zack. Zack. Tschüss. Wieder einer! Erstmal eine neue Waffe organisieren hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall keinen Schalldämpfer mehr. Ja, yeah. Dann hab ich voll über den Tisch gespuckt. Tendo am Boden! Okay. Ich lade nach! Noch mehr aus der Bank. Ach, von da.
ist der nächste. Kommt hierher. So. Ein bisschen Muni noch mitnehmen hier. Okay, sieht gut aus. Dann werden wir uns mal hier zu unseren Verbündeten begeben. Falls die Verbündete sind, ich weiß es noch nicht genau. Irgendwie kann man ja im Moment niemanden trauen. Das ist total schlimm. Jeff Riggs, kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Ach, Riggs. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Nein. Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Ja, nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Oh oh. Ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. Sichtkontakt. Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit. Danke für die Munition, würde ich mal sagen. Kommen Sie, Jungs. Feuer frei. Oh oh. Ihr drei, hoch zum Restaurant. Feind ausgeschaltet! Klingt nach. Eine Analyse legt nahe, dass Conrad unter einer Vorform der posttraumatischen Belastungsstörung leidet, verursacht durch fehlgeschlagene Operationen in Afghanistan. Bei derart fähigen Menschen wie Conrad kann sich die PTBS in einer ausgeprägten Tendenz zu Egomanie und moralischer Überheblichkeit manifestieren. Noch beunruhigender ist, wie Conrad als größter militärischer Führer seit General Patton gerühmt wird. Conrad habe diese Ansicht verinnerlicht, sodass sie nun einen wesentlichen Bestandteil seiner Psyche darstellt. Man glaubt, Conrad könnte auf die Anwürfe gegen ihn wegen seiner Fehler in Afghanistan in sehr extremer Weise reagieren, um den eigenen Glauben an seinen Ruf zu erhalten. Conrad wird die Gründe für seine Fehler bei anderen suchen und auf Vorgesetzte zunehmend paranoid reagieren. Es sei unsicher, inwieweit Conrads angeschlagene Psyche einen weiteren öffentlichen Fehlschlag verkraften würde. Tja, ich denke mal, das sagt alles aus. Conrad ist einfach mal geistig am Ende. Barrikadiert die Tür. Die geben uns Zeit abzuhauen. Alles klar. Ein paar brauchen wir jetzt nicht. Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Riggs, verdammt, wo stecken Sie? So, ich weg. Rette euch hier den Arsch. Oh. Nichts zu danken. Der war von uns. Unter Beschuss, geh in Deckung! Feind bewegt sich und unterwegs! So, jetzt noch vorstürmen. Ich brauch hier Deckung! Da will einer aus der Deckung! Magazinwechsel! Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Oh. Ist immer noch unser... Ja, boah. Der da aber nicht. Und der da auch nicht. Mach dich fertig! Tango erledigt! Feinde auf dem Dach! Vorsicht! Nee. Sind ja alles unsere Leute. Okay, also konzentrieren wir unseren Blick mal ein bisschen in die Richtung hier. Haben wir noch einen Mini ein? Da ist auf jeden Fall noch einer. Vorsicht! Feind bewegt sich! Oh. Ja. Oh, ich brauche Deckung, ich brauche Deckung, ich brauche... Jetzt brauche ich keine Deckung mehr. Mann! Direkt vor mir. Schwerer Trooper. Okay, machen wir ganzen Schritt nochmal... Oh, ja, ganz nochmal von vorne. Na, geil. Ich sehe nichts. Bleib unten. Sichtkontakt. Ich sehe auch nichts. Ist das Riggs? Nein, da, Delta. Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack, du bist tot. Na los,
Ihr kostet mich Zeit. Kann ich snaggen? Da kommen sie, Jungs. Los, rein! Feuer! Oh, oh, oh. Ich stecke fest, so jetzt aber. So, dann stürmen wir mal langsam ein bisschen vor. Vor allem stürmen langsam ein bisschen. Scharfschützen! Hammer geil. Genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Aua. Ich rette euch hier den Arsch. Na los. Der ist ganz schön arrogant, der Typ. Denkt auch, der ist der übelste Held vom Erdbeerfeld. Aber... Gegner erledigt! Das, was er kann, kann ich schon lange. Feind getötet! Granate! Tschüss. Guck mal, hier noch einer. Feinde auf dem Dach! Vorsicht! So. Aua. So, der ist weg. Okay, jetzt komme ich hier mal weg, weil... Okay, oh. Er ist tot. Kümmert euch mal um den Trooper hier. Werfer Haftgranate! Heil. Schwing deinen Arsch darüber und hilf ihm! Halt durch, Mann! Ich komme! Hab das Arschloch! Okay. Und bleib liegen, verdammt! War's das? Oh, okay, das war's. Scheint alles gut. Klar zu sein. Wenn ihr Jungs soweit seid, treffen wir uns in der Küche. In der Küche? Hier wusste doch einer. Oh, eine rote UMP. Cool. Brauche ich aber nicht. Weil ich habe ja hier die dicke M249 Saw und die fetzt alles weg. Es gibt selten Munition dafür. Sie haben uns nichts zu sagen, ist das CIA. Oh, ich Lugo. Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen. Kannst du nicht wissen. Aber den Leuten hier Waffen geliefert. Diese Leute wollten den Aufstand. Von uns kam nur das Werkzeug. Ja, Werkzeug, das sie tötet. Reden Sie sich das nur ein, Junge. Was ist das denn? Hier. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Junge. Ja. Scheiße! Gegner erledigt! Oh oh. So, der ist weg. Der ist weg. Da oben ist keiner mehr. Okay. Da war da noch einer. Haftgranate! So. Dann stürmen wir mal ein bisschen weiter vor. Wie gesagt, langsam. Schnellsturm wird überbewertet. Aber die Waffe ist eh fast am Arsch. Lade nach! Wir haben hier knapp noch ein halbes Magazin. Aua. Oh. Das war ein Gegner. Gut, mein Fehler wusste ich nicht. Weil ich es nicht wusste. Scheiße. Na gut. Jetzt aber. Mann, ey, verliert sich aber auch alles schnell aus dem Blick. Wir kriegen Besuch. Ja, ja. Oh. Feind ausgeschaltet! Krass. Das ist echt das Fiese, die konzentrieren ihr Feuer wirklich immer nur auf mich, also nicht irgendwie auf meine Kameraden oder so, nein, immer auf mich, immer auf die Kleinen, immer auf die Schutzlosen, Ahnungslosen, mich halt. Aufgepasst, wir kriegen Besuch. Werfer Haftgranate! Machen wir es halt so. Und bleib liegen, verdammt! Leben die noch? Nö. Aber er da. Komm, ich hab dich doch gesehen. Achtet auf die Schrotflinte! Feind bewegt sich! Okay.
Sorry. Muss nachladen! Gib mir Deckung! Rücke vor! Okay. Verdammt nochmal! Das war knapp. Der lebt noch. Den können wir wieder exekutieren. Das ist Rick. Ich kann nicht weiter! Du bist am Schluss, verdammt! Zack. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Muni. Oh, ein Granätchen. Sehr gut. Ja, MG ist nochmal schlimm. Braucht mal 6 Jahre zum Nachladen. Aber macht halt auch gut Aua dementsprechend. Hä? Achso. Das ist es, Jungs. Waffenfeldzone. Das Dubai Aquatic Colosseum. Nach meiner Schätzung befinden sich an die 170.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist das Herz von Dubai. Na, schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Störmanöver vom Haupttor. Das hält die 33. auf Trab und wir schleichen uns hinten rein. No. Wir sind Einheimische als Lockvögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Gut. Abgesperrt. Scheiße. Wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Rex? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Okay, ab hier in Deckung. Scheiße, die rücken von hinten an! Geht in Deckung! Gegner erledigt! Zack. Tschüss. Das war's schon. Ende aus, Mickey Maus. Ich empfange eine Feindfrequenz. Lass hören. Da sind sie! Aua. Nein, komm. Blende den Feind! Sofort! No, jetzt zurückgeblendet. Ach, da oben ist noch ein Trooper. Und der Pieschen, verdammt! Scheiße, ich brauch hier Deckung! Ja, aber ich will die alle aushalten, krass. Werfe Granate! Die habe ich noch nie gesehen. Das ja. Solos gut. Die Antwort der 33. auf alle Probleme des Lebens. Haltet die Augen offen. Wenn Solos auf die Jagd gehen, gibt es kein Halten. Ja, ich merke schon. Will hier die Waffe. Genau, will das mit 94. Tango erledigt! Wir werden hier oben überrannt! Riggs, die Tür auf, los! Sind das hier auch mal ein Ende? So, das wär's. Okay. Die Tür ist offen, los! Und bevor wir den exekutieren. Ja, aber auch nicht so wenig. Warte nach! Warte nach! Psst! So, wo lag denn jetzt das MG? Hier. Hier so. Nee, die Waffe möchte ich behalten, die ist cool. Zack. Null Muni. Sag jetzt nicht, dass der mittlerweile verreckt ist, das wäre nicht so geil. Scheiße! Ja, okay, gut, wir nehmen. Nein. Wir nehmen halt wieder die mit. Sammeln wir hier die ganze Muni noch ein. Hier lag ja nun nicht gerade wenig. Aber auch nicht gerade viel. Toll. Super. Geil. Ein Traum. Aber die M41A A1 ist nun mal. Ganz unten ist ein Parkhaus. Hinter Ihnen! Ist nun mal meine Lieblingswaffe bis jetzt. Abgesehen von der 417, 417, wie auch immer, die ausgesprochen wird. Worauf wartet ihr? Los, los! Ja, mach mal keine Hektik. So. Ist auf jeden Fall schon ganz cool. Moment, hier stimmt was nicht. Was ist denn? Wir sind nicht allein. Das letzte Mal, als das kam, gab es hier richtig Ärger. Oh oh. Kontakt! Oh, hier rennst du Kontaktbörse hier. Blendgranate! Haftgranate! Hab ihn! Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Okay, wir rücken langsam vor. Feind
Mann, lass mich durch. Scheiße! Schieß auf die Lüftungen! Die sind versandt! Okay. Die Lüftung hier oder was? Ich kann nicht weiter, drinnen will Schuss verlassen! No. Oh, hier haben wir nochmal ein MG. Oh, mit voller Munition. Sehr gut. Und bleib liegen, verdammt! Werfe Blendgranate! So, weg mit dem. Nein! Oh, da hat er mich erwischt. Ich wollte eigentlich blind schießen, aber das Blindschießen, das klappt irgendwie nicht so ganz wie so, oder? Ätzend. Mann. Moment. Hier stimmt was nicht. Was ja. Ist denn? Wir sind nicht allein. Ja. Wir sind entdeckt! Geräusche öffnen! Okay. Ich heiße in der Garage! Oh! The fuck? Da hat er die Deckung mal so gar nichts gebracht, hat er mich einfach mal weggesnackt. Ach ja. Moment, hier stimmt was nicht. No. Was ist denn? Wir sind nicht allein. So, jetzt. Gehen wir mal hier hin. Tango, so, der ist weg. Lade nach! Bringt das auf diese Lüftung zu schießen, weil du kommst da eh nicht durch. Bringt irgendwie nichts, wenn du drauf schießt. So. Feind ausgeschaltet! Schaltet ihn aus, verdammt! Okay. Blender! Oh, das war dumm. Das war dumm. Versuchen wir es nochmal. So. Wir schnappen uns mal das MG. Bleibt unten! Gebt ihnen keine Feinde! Oh, oh, oh. Da war das MG. Okay. Gegner erledigt! Schuss, verdammt! Killt den schweren Trooper! Okay, Scheiße! Oh, fuck. Die schießen den Schwer! Schalt ihn noch endlich aus hier. Mach den platt. Verdammt, der Kerl stirbt aber nicht! Bleib bewaffnet, alles! So, jetzt doch. Aber das bringt, glaube ich, nicht mal darauf schießen. Lugo, feuere auf dieses okay, Ziel! Schalt ihn aus. Okay, wir rücken langsam vor. Oh. Genau, sehr schön. Jetzt müssen wir irgendwie vorrücken. Okay. Das war's. So, gab's hier nicht noch einen? Gab's so viele, aber keiner mit dem MG. Schade, schade, Schokolade. Los, wir sind fast da. Ihr ja. Sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Na dann los. Wir sehen uns drin. Check. Sichere die Trucks. Welche Trucks? Den hier oder was? Oder gibt's hier noch mehr? Hier haben wir noch ein paar Granitchen, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ah, hier. Alles klar. Ich träume nicht. Ich auch nicht. Ich auch aber nicht. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht töten wollen. Das ist was Gutes, oder? Überlegen Sie sich, wem Sie helfen könnten. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Ja, bin ich auf jeden Fall nicht so ganz angeordnet. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ja, hören Sie? Ja, Sir. Draußen sammeln sich Aufständische. Halten
Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Die haben uns nicht auf dem Schirm. Erledig die Wichser. So, weg. Feind ausgeschaltet! Oh. Der Riesen auf 12 Uhr! Der Riesen! Ach, aua. Guck mal, weg mit den scheiß Snipern hier. Der ist auch weg. Da oben ist noch einer. Die Frage ist wo? Boah. Scheiße, ich glaube ich habe nicht erwischt. Los, komm raus, Penner. Wieder einer! Okay, der ist weg. Wie es scheint. Ja, scheiße, Sniper, ich kann nicht snipern. Ich habe hier meine Waffe. Okay, das war's wohl. Na toll! Verdammt! Gut. Ich denke mal, wir sind jetzt hier bei fast 27 Minuten. Würde ich sagen, beenden wir mal die Folge und sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen!